Herzlich willkommen zurück zu Turok 2 Seeds of Evil. Ja, danke schön für die Information, dass ich das Rumble Pack benutzen darf. So, ich habe nochmal umgebastelt. An der Auflösung der Aufnahme halt. Ich nehme jetzt im Vollbildmodus auf. Dann nutze ich auch die Videoqualität auf YouTube. YouTube! Ah ne, den hatte ich schon gedrückt. Okay. Huh. Na guti, na guti. Ich höre was. Ich höre was. Na komm. Ah ja, ich hab's mir doch schon gedacht. Okay, 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 dann geht's weiter. Action. Ich glaube, die waren vorher nicht aufdauern, oder? Wo seid ihr denn? Ah. Nee. Ja, Steuerung. Hallo, ich hätte nochmal mich einüben wollen. Einüben sollen vorher. Aha. Ich bin Turok. Eben. So, hier lief doch noch irgendwas rum. Hier hat doch irgendwas gekreischt. Mein Gott, hatte ich schon immer so eine niedrige Sichtweise. Nein. Ach, bist du ein scheiß Raptor. Boom, ja, du leuchtest bunt. Das liegt einfach halt an der deutschen Version. Normalerweise wäre das Blut. Aber, ja, durch die Zensur und liebes Deutschland halt einfach, wurden Bluteffekte einfach zu... Hat schon wieder so komisch gemacht. Ah! Hier ist ein Item-Spawn-Punkt. Ja, dadurch, dass es einfach zensiert wurde, wurde das Blut durch komische, bunte Wolken meistens blau ersetzt. Ha! Hier ist ein Item-Spawn-Punkt. Das heißt, hier kann man sich hochfahren. Das ist auch neu in diesem Spiel. Hier kommt immer wieder ein Item. Oder was ist ein Item? Immer wieder in dem Fall Gesundheit, glaube ich. Es könnte auch sein, dass mal Munition zwischendurch kommt. Da ich gerade nicht so viel Munition für das Gewehr habe, wechsle ich übrigens mal die Waffe. Vielleicht kommt bei Gewehrmunition gleich auch. Doc, oder es kommt immer nur abwechselnd 2 Gesundheit und 10 Gesundheit. Keine Ahnung. Abwarten, mal gucken, was noch kommt jetzt. Sagt die Karte. Karte ist schön unübersichtlich. Ja, ich könnte mich hier hochfarmen ewig lange, wenn nur 2 Gesundheit kommt, immer. Denn die zählt, die kann man ja bis über 100 farmen. Das wissen wir ja. Ich hoffe doch, es kommt entweder gleich noch ein 10er oder einfach noch 2 Fünfer. 2 Zweier. So. Jetzt bin ich schon bei 99. Gucken, was jetzt kommt. Aha. Ja, was könnte ich machen? Ich könnte noch ein bisschen von der Geschichte erzählen. Dann ist das nicht so ganz sinnlos. Mal gucken, ob es noch weitergeht. Wie kommt es eigentlich jetzt, dass wir wieder hier irgendwie was machen müssen oder so? Ganz einfach. Turok 1. Ja, es, halt die Fresse. Halt die Fresse, sag ich schon. Halt dir das Gesicht fest einfach. Hängt mit... Es kommt nichts mehr hier. Okay, dann gehe ich weiter. Hängt tatsächlich mit Turok 2 zusammen. Und zwar... Autsch. Ja, toll. Kommt, haut mich einmal... Haut mich an, man geht wieder weg. Turok 1 hängt so weit zusammen, dass wir ja beim Endboss für in Turok 1 haben wir ja die Basis des Campaigners in die Luft gejagt. Und zufälligerweise befand sich unter der Basis ja das abgestürzte oder irgendwie Raumschiff von dem Primogen, also dem Endboss hier in dem Spiel. Kluck, kluck. Und dadurch die Explosion ist er wach geworden und hat sich jetzt einfach mal gedacht, Mensch, ich könnte doch mal versuchen, die Weltherrschaft an mich zu reißen. Und, tja, wer sich vielleicht auch, ich weiß auch nicht, ob ich es mal erzählt habe, wenn, dann war es falsch. Ja, mach ich doch. Wo ist denn der Schalter, um dich freizulassen? Au, au, au. Okay, einfach an die Wand gehen. Dann ist noch einer irgendwo. Wie gesagt, Turok spielt nicht auch nicht irgendwie in der Vergangenheit oder so, sondern in den Lost Lands oder in den verlorenen Ländern einfach, sage ich so. Der Käfig ist offen. Kind befreit. Ich glaube, ich bin geduckt, oder? Ich bin so groß wie ein Kind. Ja, wie gesagt. Ja, kann sein, dass ich geduckt rumlaufe, aber ist ja auch nicht so weit schlimm.
wie gesagt, Turok spielt ja in den verlorenen Ländern. Und die verlorenen Länder sind einfach eine Parallelwelt zu unserer. Also was ist Parallelwelt? Das ist einfach halt eine Welt, die sich vor sich hin existiert, irgendwo im Universum. Und da passiert halt der ganze Scheiß hier. Und deswegen wurde Turok 1 damals schon in die verlorenen Länder oder verlorene Welt, wie auch immer man es bezeichnen will jetzt, damals gerufen, um den Campaigner aufzuhalten. Und ja, jetzt halt ein paar Jahre später oder so passiert das Ganze wieder im Sinne von Primogen. Oh, neuer Schlüssel. Tja, ich glaube nicht, dass ich irgendwie geduckt laufe, aber keine Ahnung. Wie gesagt, und diesmal wurde einfach ein anderer Turok sozusagen gesucht und soll diesmal gegen das Böse angehen hier. So, hier war ich doch schon mal, oder? Boom, boom, boom. Danke, automatische Zielhilfe. Ich bin ja sehr verbunden. Ich war ja doch schon mal. Hier war doch der Eingang irgendwo. Also, was ist der Eingang? Hier kommt man irgendwo hin, wenn man ja beim Eingang irgendwie rumläuft. Da muss ich wieder ins Wasser springen. Ja, wenn ich hier reingehe, dann lande ich doch wieder da hinten und muss wieder diesen ganzen Heidewitzka-Runde laufen. Das hätte ich jetzt eigentlich nicht so froh gehabt. Hm. Wie groß ist denn die Tür im Gegensatz zu mir? Ich würde sagen, ich gehe nochmal. Hätte ich vielleicht da oben nicht runterspringen sollen. Wäre das doof klug gewesen. Hm. Auch nicht unbedingt. Es pfeift. Ah! Ich glaube, das ist ein Wink mit dem Zaufall, wo es weitergeht. Du. Ja, die tolle Talonklaue. Komme ich hier noch irgendwo weiter? Nö, hier unter Wasser ist nichts mehr. Okay, so viel zum Story-Geschehnissen und damit das nochmal geklärt ist. Ja, ihr seht's ja, hier war ich schon. Ich habe die Schalter sind betätigt und so. Hier ist ein Loch in der Decke. Ich laufe mal ein bisschen neben der Leiter hoch, ist auch cool. Ja, wie gesagt, so viel zur Story und so. Die jetzt. Ah, hier geht's rein, seht ihr? Bum, bum, bum. Ist hier wieder Munition hinter der Tür? Nee. Gut, machen wir die Karte aus. Die nervt. Ist hier noch was? Nö, hier ist nichts mehr. Ich müsste übrigens mal kurz was gucken. Komme ich wieder rein ins Spiel? Das wäre toll. Ah ja, ich komme wieder rein. Aber es nimmt nicht mehr auf, so. Haha. Gut, muss ich gucken jetzt. Ich habe jetzt sehr viel Mist gemacht gerade und das wird mich viel Arbeit kosten, das wieder zu richten. Egal. Ja. Wo geht es weiter? Gucken wir mal hinterm Haus lang. Ich vermisse Gewehrmunition. Die wäre sehr lecker. Nee, falsch. Oh, ich habe ja drei rote Schrotmunition-Gewehrdinger. Die sind lecker. Ganz viel Pistolenmunition, dann schieße ich doch, glaube ich, mal mit der Pistole. Lieber. Der hier scheint es weiter zu gehen. Gucke ich mir doch nochmal die Map an. Okay, ich bin irgendwie doch nach hinten gegangen, aus Versehen. Hm, sieht aus... merkwürdig irgendwie aus, aber... Da waren wieder Explosivgeschosse, so genau so heißen sie. Duck, duck. Duck. Und noch einer. Komisches Haus, nichts drin hier, nur diese vier Dinger. Da oben ist irgendwie noch was. Pfeile. Ich darf nicht hinter dem Haus lang, ich bin zu dick. Hut. Okay, ja. Muss ich wohl doch da lang. Tschung. Hoch oder geradeaus? Im Zweifelsfall geht's hier oben vielleicht auf die Dächer von da eben. Im Zweifelsfall geht's auch einfach nirgendwo lang. Nerv mich nicht. Oh! Das ist was ganz Feines. Mal gucken. Oh toll, es ist auch gleich der Schalter dafür hier in der Nähe. Also,
Das sieht ja aus wie der Speicherpunkt von eben. Es ist es allerdings nicht. Warp-Portal aktiviert. Ja, Warp-Portal ist vielleicht etwas ungünstig gewählt für den Begriff, aber es führt halt woanders hin. Sagen wir es so. Und Zwischensequenz extra dafür. Dies ist eine Talismankammer, ein heiliger Ort, das vom Bösen nicht betreten werden kann. Wenn du Warp-Portale aktivierst, öffnen sie sich Wege zu diesen erhabenen Orten. Auf deiner Reise wirst du 5 heilige Talismane benötigen. Die Talismane gewähren dir Immunität gegenüber bestimmten Gefahren und ermöglichen dir, zuvor unerreichbare Bereiche zu erforschen. Die Geister, die über diesen Kammern wachen, werden dich um ein Angebot in Form einer mystischen Adlerfeder bitten, bevor sie dir einen Talisman überreichen. Es gibt 5 Talismane und 5 Adlerfedern, die du auf deiner Reise finden musst. Danke, Aiden, oder wie auch immer du heißt. Was übrigens sehr komisch gesprochen, ausgeschrieben wird und sowas. Ja. So viel zu den tollen Adlerfedern und mystischen Dingern und so. Das sind die tollen... Wo ist das? Hier habe ich keine Karte. Das sind die tollen, Teile, die es hier irgendwie gibt. Na gut, hier im Level 1 gibt es, glaube ich, keine, wenn ich das so richtig sehe. Die Federn sehen wir ja da schon halb ausgegraut, so ganz dunkel. Ja. No idea, ob ich jetzt hier eine Adlerfeder irgendwie schon haben kann oder nicht. Ich weiß es gerade nicht. Ich habe auch gedacht, das Portal führt woanders hin, aber naja. Mal sehen, ob ich noch was Tolles finde. Auf jeden Fall, wie sie schon sagt, die helfen uns ein bisschen. Dadurch können wir sozusagen Skills freischalten. Die es noch später gibt. Das ist sowas ähnliches wie, der Zelda will ich jetzt nicht sagen, aber also so, sozusagen, dass man das Item kriegt, wenn man den großen Schlüssel holt, aber so. Aber, ja, doch, so ähnlich würde ich es doch beschreiben. Ah, normale Pistolen, normale Gewehrpatronen, so. Ist das gleich der Schalter dafür? Wozu ist da nicht gleich einfach die Tür auf? Oh, oh, das ist was Neues. Wir sehen den Bogen. Tech-Bogen, der Sniper-Modus eingeschaltet. Ja, Sniper-Modus, danke. Und der Tech-Bogen hat jetzt einfach mal den normalen Bogen ersetzt. Man kann natürlich den normalen auch noch nehmen. Man wähle einfach nochmal. Also, ich hatte das tolle Menü gerückt und wähle nach oben, Klaue. Wir gehen nach unten links, Gewehr. Nach unten rechts, Pistole. Gehe ich jetzt nach rechts, für den Bogen, habe ich den Tech-Bogen. Gehe ich jetzt nochmal nach rechts, habe ich den normalen Bogen. Tech-Bogen ist einfach, ja, spart einfach Platz im Ringmenü, sag ich mal so. Autsch. Boom. Der funktioniert doch etwas anders hier. Ja. Er hat es nicht so gemerkt, dass ich ihn in die Eier geschossen habe und deswegen... Da ist, glaube ich, so ein komischer Talisman. Ach, da oben läufst du rum, Kollege. Dann sag das doch. Sniper-Modus, ja, muss ich erstmal gucken, ob ich die überhaupt einschalten kann. Ob ich dafür die Tastenbelegung geändert habe. Oder ob ich sie verspielt habe dafür. Ob ich den Sniper-Button irgendwo festgelegt habe. Probiere ich mal ein bisschen rum. Der ist, ich weiß gar nicht, ist glaube ich gar kein Knopf richtig, sondern einfach nur irgendeine Kombination aus mehreren Knöpfen oder so. Muss ich mal gucken. Ich glaube, dann muss ich doch nochmal irgendwie. Keine Ahnung, es geht ja auch so. Bis jetzt. Tja, es ist das tolle Bild. Boom. Hallo, dein Kollege, deine Kollegen sind nach 2 Schüssen gestorben. Ja, die Tech-Pfeile kann ich natürlich auch nicht wieder aufheben. Die explodieren ja nun mal. Bum, bum. Alle tot. Tür geht auf. Ja, ich bin eh kein Fan von den Sniper-Waffen hier, weil man sie auch nicht unbedingt braucht, sag ich mal. Sobald man hier die Überwaffen, die wir ja schon aus Turok 1 kennen, sowas gibt es ja natürlich auch wieder, die finden sich ja alle hier, großteils. Ja, sobald wir ein paar davon haben, ist es eigentlich scheißegal, was... Hi, du Schießwütiger. Okay, ich glaube, ich müsste doch vielleicht den Sniper aktivieren, denn der ist nämlich da oben. Aber es könnte doch so gehen. Mit meiner Zielhilfe.
klappt das auch so. Doch, ich brauche den nicht mal anvisieren. So, tja, ist das jetzt so ein tolles Ding oder nicht? Tja, das wäre jetzt so ein toller Skill. Mit so einer Adlerfeder. Aber haben wir nicht. Also gibt es hier doch schon eine. Okay, ich habe nichts gesagt. Muss ich das Ding erst noch sammeln, einsammeln. Was da allerdings liegt, habe ich keine Ahnung, was es ist. Dann gucke ich jetzt erstmal mich weiter hier um und gucke, ob ich so ein scheiß Ding finde. Also so eine Adlerfeder halt. Oder halt irgendwas, was mir erlaubt, dieses komische Teil da zu benutzen. Wo war denn das jetzt? Hier war der komische Teleporter, ne? Ja, ich gehe da nochmal rein kurz.